Euch selbst haltet ihr für einzig kompetent und träumt von eurem Alter Ego als Clark Kent. Fragt sich nur, wieso das ganze Volk auf Demos rennt. Für Moral und Ethik gibt es keinen Cent, wenn ihr da mal nicht die Situation verkennt. Denn die Basis brodelt und die Straße brennt, aber das Leben bestraft den, der die Entwicklung verpennt. So als gäbe es kein Zurück, lauft ihr los mit Tunnelblick und die Maschine macht noch Klick und wir müssen hinterher. Technokraten, Politik, Experten aus der ganzen Republik lachen über euch und finden es gar nicht schick. Ich sage euch nur eins, wir werden trotzdem oben bleiben und jetzt alle! Winfried Kretschmann, liebe Grüne in der Landesregierung. Wir haben oft mit euch zusammen hier gestanden, mit euch gegen Stuttgart 21 gekämpft, auf dem Schlossplatz, vor dem Bahnhof, am Nordflügel, im Schlosspark. Und immer war uns allen unausgesprochen klar, dass es um mehr geht, als um das Verhindern des sinnlosen Projekts Stuttgart 21. Es ging uns um eine verantwortungsvolle soziale, politische und ökonomische Gestaltung von Zukunft, um die Vision einer anderen Politikausübung, um eine andere Sicht auf Gesellschaft, die sich nicht ausschließlich an Materiellem orientiert. Wir wollten gemeinsam die Strukturen unserer repräsentativen Demokratie verändern und es ging uns konkret um das zukünftige Gesicht Stuttgarts, um einen neuen, fairen und intelligenten Politikstil. Und als wir, die Widerstandsbewegung gegen Stuttgart 21, die kritisch aktive Bürgerschaft dieser Stadt und dieses Landes, euch mit an die Macht gebracht haben, schien vielen unter uns ein wichtiger Schritt in eine veränderte Republik getan. Wir müssen nun erkennen, dass wir uns getäuscht haben. Seit Mittwochmorgen werden hinter Absperrzäunen mit Sichtschutz Stuttgarts alte Bäume gefällt. Die Verantwortlichen für dieses unnötige Zerstörungswerk sind immer wieder benannt worden. Und dass Sie, Winfried Kretschmann, nun in einer Reihe mit Mappus, Grube, Ramsauer und anderen Technokraten gestellt werden, das ist folgerichtig und konsequent und das haben Sie sich selber zuzuschreiben. Die Bahn und die Bundesregierung wissen, dass mit Stuttgart 21 gegen Recht und Gesetz verstoßen wird. Sie wissen auch, dass das Projekt bereits aus technischen und baurechtlichen Gründen zu scheitern droht. Sie arbeiten mit der immer gleichen Taktik des Faktenschaffens weiter, Stuttgart 21 so weit voranzutreiben, dass ein Abbruch des Projekts kaum noch realisierbar ist, um die politische Bewegung gegen S21 zu brechen und ihre weitere Ausstrahlung auf viele vergleichbare Bewegungen im Land zu beenden. Deswegen wird gerade in diesem Moment der Schlosspark weiter zerstört. Liebe Freunde und Freundinnen, wir haben in dieser Woche unsere bisher vielleicht größte Niederlage erlitten. Das frustriert enorm, macht traurig und zieht viel Energie ab. Aber ich bin überzeugt davon, dass wir stark genug sind, aus diesem Schmerz neue Kraft zu gewinnen, unsere Wut produktiv zu machen. Denn natürlich geht es immer darum, das Gesamtprojekt S21 zu beenden. Aber es gibt noch viele andere, ganz konkrete Gründe, weiter zu kämpfen. Die erste Hälfte der bedrohten Bäume ist gefallen, die zweite steht noch. Die Gefährdung der Mineralquellen kann noch verhindert werden. Eine mindestens zehnjährige Belastung durch Europas größte Baustelle im Herzen Stuttgarts kann noch abgewendet werden. Es geht darum, wer in Stuttgart Oberbürgermeister wird. Und es geht nach wie vor um das neue, das andere Stuttgart, um die Wende hin zu einer emanzipierten Stadtkultur, in der die Bürger das Sagen haben und nicht die Wirtschafts- und Unternehmenseliten. Ja.
Und für all das lohnt es sich weiterzustreiten. Mit Demonstrationen, mit Mahnwachen, mit alternativen Medien, mit all dem, was wir in den letzten Jahren geschaffen, mit all dem, wofür wir in ganz Deutschland und weltweit viel Akzeptanz und Bewunderung bekommen haben. Liebe Freunde und Freundinnen, Stuttgart 21 ist verkehrspolitisch falsch. Stuttgart 21 ist zerstörerisch. Stuttgart 21 ist gesetzeswidrig. Und deshalb wird Stuttgart 21 an sich selber und oder am Widerstand dagegen scheitern. Und dieser Widerstand wird weitergehen, so lange, bis wir dauerhaft oben bleiben. Ja.